Kann der sterben? Moment, was? Das wird irgendwie ungünstig. Es war hier zu kommen, mir zu drohen. Glaub bloß nicht, dass ich mich vor euch fürchte, aber ich sehe keinen Sinn darin, euch umzubringen. Vielleicht habt ihr etwas Sinnvolles zu sagen. Sagt schnell, was ihr wollt. Ich will die süße und saure Tasche. Soll nicht Wasser am Markt. Macht es sich mit Lalina gemütlich? Verdammt, was mache ich hier bloß? Die Revolution muss warten. Okay. Das war einfach. Nee, ich mache jetzt nicht noch eine Tasche auf, weil... noch eine Tasche auf, das wäre nicht klug. Dann habe ich noch mehr Zeug im Inventar, dass ich nicht losbekomme. Was ist denn auf der anderen Seite von diesem Portal hier? Auch nichts Interessantes. Ach. Das können wir auch schnell abgeben heute, dann machen wir, glaube ich, wirklich Schluss. In die Richtung müssen wir. Ah, wie schnell das Inventar wieder voll ist, ist der Wahnsinn. Das ist noch schlimmer als in Guild Wars 2, ich sag's euch. Ja, ich gehe hier rechts rum, dann laufe ich praktisch durch. Das Quest ist praktisch schon abgegeben. Geht ähnlich schnell wie ein Safe aufzumachen. Also wenn man das Safe nennen will. Ist ja eher Kuchenblech. Und praktisch schon offen. Also wenn ich so weitermache, kann ich vielleicht doch noch die 50 Schwertlinien abgeben. Das für Gegner sind nur so Level 1, die geben, glaube ich, geben die noch Erfahrungspunkte? Ich glaube nicht. Laufen einfach dran vorbei, es passt schon. Sind wir praktisch schon vorbei. Wir müssen hier praktisch nur noch einen Schnitt setzen und dann... ist der Schuhkarton auch offen. Nein. Ist der überhaupt richtig zugewiesen, ist die Frage. Da müssen wir praktisch nur einen Schnitt setzen und schon ist das offen. Kennt man das noch? Weiß nicht. Auf jeden Fall groß. Ach, was willst du denn schon wieder? Ich sehe, was der Vorteil von dem Ding ist. Hier ist. So, hier wird auch mal skillen. Ich habe ja noch so einen Punkt. Nein. Es wird jetzt. Ist das Tutorial? Das kriege ich gerade noch so hin, ohne. Gerade noch so. Es ist sehr am Limit meiner Fähigkeiten, aber. Ich glaube, das brauche ich gar nicht, ne? Ich brauche nur so ein unnatürliches Saat. Gab es hier doch auch noch irgendwo. Wäre da cool aus Runde, wo man die guten Sachen spammen kann.
Ja, also ich. Mesmer habe ich nie gespielt. Deswegen habe ich. Ist die einzige Klasse, die es im Hauptspiel gibt, die ich nicht gespielt habe. Deswegen habe ich mir auch ein Mesmer erstellt. Und ich meine. Andere zwei Sachen, was fehlt mir noch? Paragon habe ich glaube ich nicht und Ritualist wird mir auch noch fehlen, aber. Müsste ich noch zwei Charakterplätze kaufen. Das ist mir auch zu teuer. Aktuell. Wenn ich irgendwie Millionär geworden bin durch mein eigenes Videospiel, mache ich das. Also nie. Wunschloses Horn, ihr müsst nicht sagen, was ich. Wer es gemacht hat, ich muss es mit Platz schaffen. Ich kann Chantals Kunstfertigkeit in jeder Einzelheit sehen. Auch nicht Chantal. Was? Das Horn wurde aber auch irgendwie gereinigt. Wurde es möglich in eine Heilquelle gereinigt? Das ist wahrhaft der schönste Jäger, das ich jemals gesehen habe. Ich bin euch zutiefst dankbar. Oh, er tauscht einfach nur ab. Was auch immer. Aidan, ich lehre Überleben in der Wildnis, damit Waldrufe lernen, sich wirkungsvolle Verteidigung besser anzugreifen. Läufer. Okay, das ist. Abnormal Gewächse. Seit Azure aber im Zauberraum aufgenommen hat, wie dieses Gebiet von unnatürlichen Pflanzen an die Kreaturen heimgesucht. Ich vermute, dass sie mit ihren magisch Experimenten die einheimische Flora versehentlich dazu gebracht hat, diese Aloe-Schoten hervorzubringen. Mit Gegenständen. Dann sowas anschuldigen, dass diese Probleme aber nicht lösen. Ich möchte sie Monster eine Weile jagen. Vielleicht finde ich eine Aloe-Wurzel, die ich genau untersuchen kann. Ich habe 10. Um herauszufinden, ob ich recht habe. Suche in der Nähe der Wasserfälle im Westen nach diesen Kreaturen. Ich kann euch vorübergehend ein paar Fertigkeiten geben, die eure Aufgabe erleichtern werden. Später ausrüsten. Gut gemacht. Ich bin mir sicher, dass Azure auf mich hören und Einsicht zeigen wird. Wenn sie herausstellt, dass diese Wurzel mit der Magie mutiert wurde, ihr seid mit diesen neuen Fähigkeiten so geschickt umgegangen, dass ihr sie wohl besser behaltet. Ja, ich hab. Total, also. Das war. Habt ihr das gesehen, wie ich die Fähigkeiten benutzt habe? Und dann, ja, das war dann. Was bin ich aus, das ging. Stärkste Klasse. Die Fahrskarte kann das denn geändert haben? Oder haben sie das denn geändert? Ich weiß gar nicht mehr. Wie gesagt, es ist ein paar Jahre her, dass ich Guild Wars 1 wirklich gespielt habe. Habe ich vor kurzem angefangen, wieder Guild Wars 1 und 2 so ein bisschen zu spielen. So. Ja. Man kann ja nicht den ganzen Tag programmieren. Dreht man irgendwann ab. Nach 10 Stunden Programmierstream ist es schon irgendwann mal schwierig. Die Schreiber brauche ich wahrscheinlich auch keinen mehr, aber. Also, die Schoten sind ja jetzt ganz da hinten, ne? Da kommt die Skala, kann ich da irgendwie um die Skala rumgehen? Jetzt hier auch nochmal rum. Hier rum? Ich weiß es nicht. Ich bräuchte noch so eine Saat. Eine bräuchte ich noch. Geil. Großer Loser. Ja, ich habe ein Stecken gefunden. Großer Aloe-Samen da, das habe ich gesucht. Das habe ich doch gesucht. Ich wollte die unnatürliche Saat aufnehmen. Der Sammler dafür war wo? Moment. Okay, das kann erstmal weg. Nein, das kann nicht weg. Gehen wir erstmal die Quest ab. Quest abgeben, danach Next annehmen. So,
Machen wir mal schon mal ein bisschen schnell wirken und dann noch, ja, Illusionsmagie noch eins. Tja, sehr Dank, ich bin ja so froh, dass er die Royalist verlassen hat. Angst, ihn für immer verloren zu haben. Ja, achso, ich habe da noch einen bekommen. Lass das mal Beherrschungsmagie skillen und so. Lass mal so tun, als wüsste ich, was ich mache. Ich tu mal so, als hätte ich das Spiel schon mal gespielt. Irgendwann mal so 1-2.000 Stunden. schöne Treffmesser in den schönen Teilen des Lebens gewesen, nicht wahr? Ich weiß, die Charbedrohung ist im Norden viel diese Zeit als finster betrachten, aber Askelon ist die größte Nation im schönen Tyria. Wird Char niemals ergeben, niemals. Schau vor dem Tor. Gruppe Char, die Tore durchbrochen. Sie müssen um jeden Preis aufgehalten werden. Trefft mich vor den Toren der Stadt draußen ins Seeufer. Was denkt ihr? Wir wollen helfen, diese Char so schön Askelon zu vertreiben. Ja, klar. Und Char in den Katakomben. Der Char-Agent war der von Dewona und euch beim Anführen der Graule beobachtet wurde. Bereitet mir Sorgen. Ich habe die Wachen und etliche Stadtbewohner nach ihm gefragt, aber niemand hat ihn gesehen. Ich vermute, dass er die Katakomben benutzt, um ihn so ungesehen zu bewegen. Meine Männer sind alle mit der Bewachung des Walds beschäftigt. Kann kein einziger überdingen. Falls ihr zu bereit sein, möchte ich, dass ihr in die Katakomben geht und herausfindet, wo sie die Char versteckt. Vielleicht hat Bruder Menlo in der Nähe der Abtei etwas gesehen. Ja, perfekt. Das ist gar nicht wie Chris. Hallo. Der Grüßkind, ja, Char in Katakomben. Char war auf der Süd des Waldes zurück, ist zurecht besorgt. Ich habe nichts gesehen, aber Meisterin Mune kann mir vielleicht helfen. Die kennt die Katakomben besser als ich. Ja, das machen wir aber jetzt wirklich nicht mehr heute. Das bei dem Müll hier verkaufen. Auch kein Mensch. Ich habe doch schon eine Level 20 Waffe. Ist keine Level 20 Waffe, aber. Moment, das ist Blödsinn. Es ist keine. Es ist eine. Hat der überhaupt irgendwas Interessantes? Ich überlege es gerade. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe 5, wir können ja mal nachgucken. So, mit oben noch Skalflossensammler, Grauenhalskettensammler. Brauche ich ja noch Grauenhalsketten. Ich hoffe, wüsste, wo die ganzen. Ja, was sind noch. Er hat natürlich nichts Interessantes. So. Was ist denn der weg? Ist direkt vor dem Tor, dann könnte man den auch schnell töten. Level 18. Er ist gar nicht so viel stärker, doch ist er. Also zu Tommy nach, ja. Lauf du mir nach, ja. Machen wir es auch vernünftig, du läufst mir hinterher. 27 habe ich schon, vielleicht sollte ich mir doch den besseren Helm holen. Ist völlig unnötig, aber. Könntest du mir bitte folgen? Was soll denn das? Folgt mir einfach nicht. Wer glaubt, wer er ist? Der Prinz? Glaubt, der wird irgendwann mal auf dem Thron sitzen, ne? Ja, da hat er sich aber geschnitten. Holla. Der letzte. Hallo, bleiben Sie mal hier. Der Film von Askelon, ich habe euch Wacke geschlagen, euch steht eine glorreiche Zukunft bevor. Irgendwo fehlen mir noch so ein paar Sammler auch. Ich
Hinter dem Wall waren keine Sammler, oder? Ich gehe mal kurz hinter den Wall noch und dann machen wir wirklich Schluss für heute. So, hebel mal hier kurz. Ah, hier ist eine Schwertlilie, Moment, die muss ich auch noch mitnehmen. Scheiße. Das Stein ist das Tor definitiv dazu. So lange bleibt es dann doch nicht offen. Ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, da mussten wir noch zu zweit hin das zum Tor gehen. Weil wir hatten ja nichts. Damals vom Krieg. Nicht einmal Tore, die lang genug aufbleiben, um durchzugehen, hatten wir. Oh, das war schlimm damals. Schlimm, schlimm. So, machen wir es nochmal auf. Ja, so war das damals. Ah. War es halt wirklich damals. Das ist unglaublich lang her. Uff. Hier waren aber, glaube ich, keine Sammler mehr, oder? Waren da noch Sammler? Nee, hier ist nur ein Mönch. Wo muss ich überhaupt hin, um den da abzuholen? Das ist irgendwo da oben. Ne, hier ist kein Sammler, hier ist nur der Wiederbelebungsschrein. Hier gibt es doch, glaube ich, nur einen Wiederbelebungsschrein, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir lassen das so heute erstmal. Fehlen irgendwie immer noch Ausrüstungsgegenstände. Das sind immerhin ganze 4 Rüstungsschutz. 5? Nee, 6. 6, wenn ich den Helm auch noch holen würde. Ich glaube zwar nicht, dass wir das machen werden, aber. Ja. Das jetzt. Egal. Keine Ahnung, wo diese scheiß Flöte überhaupt ist. Musste man die kaufen? Nee. Kaufen, das war ja die. Eine Seite des Flusses, das ist auch so eine Aussage. Kaufen war die neue Flöte. Kaputte Flöte hat man nicht gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, was hat denn ein hier. Die Tür ist bereits offen? Nee, okay. Ist sie nicht, aber sag's keinem. Kackflöte, ich werde sie wieder aufheben. Wahrscheinlich werden wir nie so weit kommen, dass es relevant ist, aber. Oh, da ist sie ja. Ja, gut, gehen wir die kaputte Flöte auch noch ab. Spielen wir das Spiel noch schnell durch, komm. So viel Zeit haben wir da auch noch. So viel Zeit haben wir heute auch noch. Mein Tiergefährte stirbt gerade. Ah, das ist in Ordnung. Sterben gehört dazu. Alter Mac. Was macht der denn da? Ach komm. Neue Finger. Ja, komm mit mir, Gwen. So, hat man irgendwas bekommen, wenn man mir den Umhang so gegeben hat? Ich glaube nicht, ne?
Egal, reden wir noch kurz mit dem alten MacWolf, wenn der jetzt herkommt. Ihr Leute, ihr habt meinen Bullen Bill getötet. Ah, ich bin sicher, dass Altea dahinter steckt, aber das tut nichts zur Sache. Ich kann Entschuldigung von euch und diese Altea bekomme, gehe ich zur Polizei. Dieser Bulle hat meinen Bauernhof jahrelang beschützt. Wird mir jetzt schützen, hm? Wisst ihr, was helfen würde? Ein Verschlinger könnte mir helfen, wenn ich ihn von klein auf zähme. Zeige euch, was ich machen. Bringt mir einen Verschlinger und wir sind quitt. Was meint ihr? Oh, das wurde das aufgehoben ab. Wunderbar, ein Verschlinger ganz für mich alleine. Ich glaube, ich würde ihn Joe nennen. Los, Joe. Bring dich ins Warme. Psst, braves Ei. Leute, die mit Eiern reden, sind auch so ein bisschen suspekt. Das war erstaunlich einfach jetzt. Jetzt läuft mir Gwen hinterher. Nee, tut sie nicht, okay. Sind wir jetzt hier durch, glaube ich. Das muss ich mit dem Katakomben machen, da brauche ich jemanden, der rausgeht. Ja, das wird bestimmt morgen einer und andere mit mir machen können, hoffentlich vielleicht. Sonst habe ich hier, glaube ich, keine neuen Quests mehr, oder? Sieht nicht danach aus, gut. Der historische Historiker. Verkaufen wir noch schnell mein Zeug, das ich hier nicht verkaufen kann, weil. Warum auch? Und dann machen wir aber wirklich Schluss für heute. Die hat auch nichts mehr für mich. Wo stehen die jetzt hier oben? Keine Ahnung. Egal. Ich lege mich in die Ecke. Gucken wir so die Wand an. Und so ein bisschen durch die Wand durch. Alles gar kein Problem nicht. Dann reicht's für heute. Und ich sag mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.